Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen, ja, ich sag mal, Tipps und Tricks Video von Farm Together 2. Ich werde nämlich heute mit euch das erste Mal mich ans Terraforming machen. Ja, dazu müssen wir erstmal in die Stadt reisen. Ich stelle das mal ein bisschen weiter weg und ich müsste mir eigentlich eine halbwegs gute Ecke aussuchen, wo ich das Ganze hinbaue. Leider sind die guten Ecken alle schon weg. Übrigens, es gibt jetzt mittlerweile Quests mit Ausrufezeichen. Die kann ich euch nur empfehlen zu machen, weil da sind auch sehr gute drin, wo man mal Edelsteine bekommt. Das gab es vorher ja nicht. Aber jetzt sind sie da. So, und wir müssen, ich weiß nicht mal, doch Level 30 musste man haben, damit man hier die Landschaftsbauagentur freischalten kann. 20 Medaillen ist natürlich heftig viel, weil wir ja aktuell extrem lange brauchen, um Medaillen zu farmen. Aber ich habe gehört, es lohnt sich und ich gehe auch davon aus, dass es sich lohnt. Deswegen werden wir das erstmal hier hinbauen. Landschaftsbau. Du kannst das Terrain anpassen und das Gelände erhöhen oder absenken und Rampen den Hügeln hinzufügen oder entfernen. Hierfür gibt es zwei Werkzeuge, verfügbar im Shop. Oh je. Indem du sie auswählst, kannst du einen Modus betreten, in dem du die Kacheln bearbeiten kannst. Höhe. Du kannst die Höhe des Terrains ändern und Schrägen oder Hügel hinzufügen. Drücke Y, um zwischen Erhöhen und Verringern der Höhe zu switchen. Kacheln neben der Kachel, die du anpassen möchtest, müssen frei sein. Okay. Was heißt frei sein? Darf da nichts drauf gebaut sein? Ja, das heißt ja im Prinzip frei, ne? Seiten. In diesem Modus kannst du Rampen zu den Hügeln hinzufügen oder sie entfernen. Also Höhe und Seiten. Ach so, klar, Seiten, Rampen hinzufügen ist ja eigentlich logisch. Ja, ja, doch. Kann man hier nochmal was anklicken oder so? Nö, da kann man ansonsten nichts mehr machen, so wie es aussieht. Dann gehen wir jetzt mal wieder zurück zur Farm. Und die haben ja davon gesprochen, dass man nun etwas Neues kaufen kann im Shop. So, ich werde das Ganze jetzt mal hier vorne testen, wo ich eigentlich nichts kaputt machen kann. Da steht jetzt Höhe Schräge kaufen, da steht Höhe Hügel kaufen. Das heißt, ich nehme mal an, dass ich das hier brauche. Da kommt jetzt so eine kleine Drohne, wie ihr sehen könnt. Und die Drohne, da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, will hier irgendwie ganz viel machen. Glaube ich. Es wird auf jeden Fall als rot angezeigt. Feld ist bereits in Nutzung. Also ich nehme jetzt mal an, dass das hier nicht geht, weil hier die Sachen noch drauf sind. Probieren wir es mal hier hinten aus. Da sind aber auch diese blöden Tiefen drin. Okay, wir probieren. Ich weiß jetzt nicht, ich hoffe, ich habe es jetzt so abgebrochen. Wir probieren das jetzt erstmal aus. Ich werde jetzt hier diese ganzen Sachen mal aus dem Weg raus machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder und probieren das nochmal aus. So, jetzt sind die Sachen weg und dann probieren wir es nochmal aus. Also ich nehme an, dass man das hier wirklich nehmen können muss. Hier ist auch alles weg. Ah, Moment. Hier zeigt er mir jetzt an, dass ich es machen kann. Da muss ich doch auch diese Lücke dazwischen füllen können. Aber wie ihr seht, ich mache das mal raus, habe ich jetzt nur diese seltsamen Hubbel hier drin. Aber nichts anderes. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich das jetzt irgendwie füllen soll. Indem ich da... Ich meine, es kostet jetzt sehr viel Geld, das auszuprobieren. Indem ich da eventuell das mit den Edelsteinen mache. Aber das kann er, oder? Doch, das kann er anscheinend. Ah! Aha! Warum kann er das jetzt hier nicht? Weil man das einzeln machen muss. Boah, das kostet dann ja wirklich richtig, richtig viel Geld. Beziehungsweise Edelsteine in dem Moment. Das macht er nicht, weil links und rechts was ist, nehme ich an. Oder ist das, weil hier jetzt der Hubbel ist? Das kann natürlich auch sein. Das heißt, die Hubbel, die ich jetzt gerade gemacht habe, die müsste ich jetzt wieder wegmachen, nehme ich an.
Also man muss da erstmal ein Gespür für kriegen, weil es halt doch irgendwie, finde ich persönlich, sehr kompliziert ist. Und in diesem Fall war es jetzt sehr teuer für mich, das auszuprobieren. Oder es ist immer noch sehr teuer, das auszuprobieren. Das heißt, wenn man sowas hat wie hier mit so Löchern drin, muss man auf jeden Fall diese Erhöhung nehmen, die man jetzt unten links sieht, Höhe Hügel. Dann kann man das Ganze eben machen. Heißt aber auch gleichzeitig, wenn wir das jetzt vernünftig haben wollen, da wo unser Haus steht, also hier die Schrägen, die macht er dann automatisch mit weg. Und bis hier kann er das auch noch machen. Hier kann er es jetzt, ja gut, hier könnte er es jetzt noch machen. Aber weiter geht er jetzt gerade nicht, weil jetzt hier natürlich die Straße ist. Aber wie ihr seht, hier haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal alles flach. Das finde ich geil, wenn auch extremst überteuert. Also wenn wir jetzt unsere alten Möglichkeiten hätten, von wegen Gummibäumchen und so, wo man Edelsteine mitfarmen kann, dann würde ich noch sagen, naja, es ist teuer, aber es ist okay. Ich bin auch ganz ehrlich, ich freue mich über alles, was mir weiterhilft, hier draus eine Flachfarm zu machen. Und wenn ich dafür endlos lange sparen muss, dass ich wie blöde die ganze Zeit meine Sachen hier verkaufe, um Edelsteine zu kriegen, dann ist das so. Dann bin ich ein klein wenig verärgert, ja, gebe ich zu, weil es halt so teuer ist, aber dann ist das so, dann spare ich mir das zur Not vom Mund weg. Hauptsache, ich bekomme hier mein Flachland nach und nach hin. Und ich weiß nicht, wie ihr das Ganze seht, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Klar, es ist teuer und man muss lange sparen, damit man dann das ganze Land irgendwann vernünftig hinkriegt. Aber das ist doch eine gute Möglichkeit. Und wir haben es ja jetzt verstanden. Also das können wir so dran setzen. Das möchte ich jetzt nicht ausprobieren, weil das jetzt nichts ist, was ich jetzt brauche, diese Rampen. Damit könnten wir dann so Hubbel machen. Die sind aber nicht sehr schön, sage ich mal. Und damit können wir auf jeden Fall, ja, ich denke mal, die müssen wir dann auch benutzen, um diese, wo ist jetzt mein Haus? Ich finde hier schon gar nichts mehr. Um diese Hügel hier, zum Beispiel da hinten, runterzukriegen. Haben wir da eine Ecke, wo wir das mal eben auf die Schnelle probieren könnten? Doch hier oben. Dann machen wir das mal kurz, damit ihr das dann auch sehen könnt, dass ich jetzt hier keinen Quatsch rede. Dann setzen wir das an und machen das nach unten. Ja, und dann hat er das dementsprechend runtergesetzt, sodass der Hügel quasi auf einer Ebene ist. Jetzt haben wir es nochmal kurz ausprobiert. Jetzt haben wir es bestätigt. Wunderbar. Einfach wunderbar. Wie gesagt, es ist natürlich sehr teuer. Ich meine, gut, es sind 10 Edelsteine jedes Mal, aber wenn man bedenkt, dass das doch sehr hügelig ist hier, muss man natürlich dann einiges sparen. Aber wie gesagt, es ist mir scheißegal auf gut Deutsch. Hauptsache, ich kann zumindest jetzt für den Anfang auf meiner Hauptfarm, kann ich das Ganze so machen, dass ich überall eine komplette Flachlandfarm im Endeffekt habe. Vielleicht werde ich das so machen, dass da, wo die Häuser sind, dass man dann so hochlaufen muss. Da muss ich mal gucken, ob ich das so mache. Vielleicht werde ich das auch auf gleicher Ebene machen, keine Ahnung. Ich dachte jetzt nur, dass man eventuell dann die Häuser besser sieht, weil die ein bisschen höher sind. Vielleicht mache ich aber auch einfach nur, wenn dann halt noch weitere Häuser kommen natürlich. Jetzt kann ich es ja nicht machen. Vielleicht mache ich das dann wieder so wie in Farm Together 1, dass ich da verschiedene Vorgärten sozusagen mache. Jedes Haus hat einen eigenen Vorgarten mit verschiedenen Dekorationen und so weiter. Da muss ich dann mal schauen, wenn, ja, das Spiel, sage ich jetzt mal, komplett ist. Aber bis dahin haben wir endlich die Möglichkeit, also endlich im Sinne von ab Level 30 und mit 20 Medaillons, vergesst das nicht, dass wir das Ganze hier bearbeiten können. Der große Tipp an euch: sammelt, wenn ihr in Richtung Level 30 geht und wenn ihr dann die 20 Medaillons bald zusammen habt, sammelt die Edelsteine. Gibt es nicht für eine weitere Erweiterung aus, wenn ihr wirklich Flachland haben wollt oder das meiste halt flach haben wollt, weil es einfach einfacher zu spielen und zu bebauen ist, dann sammelt vorher Edelsteine und das nicht zu knapp. Ich meine, es sind in Anführungszeichen nur 10 pro Feld, aber es ist wie gesagt pro Feld und das sammelt sich natürlich dann schnell mal eben zusammen. Was ein bisschen blöd ist, ich muss jetzt natürlich die Blumen und so weiter erstmal alle runterstellen, woanders hinstellen, das Ganze dann flach machen und dann die Blumen wieder dahinstellen. Ja, aber das ist dann halt so, das nehme ich dann auch gerne im Kauf, wenn ich dann dafür letzten Endes meine komplette Flachlandfarm endlich bekomme. Ja, wir haben es gemeinsam erkundet und ihr seid jetzt auch ein bisschen schlauer, genauso wie ich. Und wie gesagt, ich finde es
Dafür, dass wir jetzt natürlich auch nur noch eine Map haben, also keine Optionen mehr, ob wir Flachland oder sonst was haben wollen, finde ich sehr, sehr gut. Es ist auf jeden Fall was anderes, es ist was Neues. Wie gesagt, ein bisschen teuer vielleicht, da könnte man jetzt drüber meckern, weil, wie gesagt, Edelsteine halt sehr knapp sind in dem Spiel. Wenn wir natürlich alles freigelegt haben, dann braucht man auch nicht mehr so viele Edelsteine. Und dann relativiert sich das Ganze natürlich auch wieder ein bisschen. Aber ich bin einfach nur so, so happy, dass ich das jetzt endlich freigeschaltet habe, dass ich das endlich auch mit euch mal austesten konnte. Und vor allen Dingen, dass ich es auch verstanden habe. Darüber bin ich auch happy. Also es ist am Ende doch nicht ganz so kompliziert, wie ich das zuerst gedacht hatte. Ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video weiterhelfen konnte. Schreibt gerne einen Kommentar rein, wie ihr zu dem Ganzen steht. Habt ihr Level 30 schon erreicht? Habt ihr das Ganze schon freigeschaltet, schon selber angewendet? Habt ihr vielleicht genauso wie ich ein bisschen blöd dagestanden am Anfang und erstmal gucken müssen, wie muss ich jetzt was machen? Oder habt ihr das schnell hinbekommen? Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.